So, und damit herzlich willkommen zur nächsten Folge Let's Play Ryzen. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Ihr da draußen, du da draußen, da vom Bildschirm, Rechner, egal. Ich hoffe, es geht dir gut. Schön, dass du mit dabei bist. Und wir sind jetzt hier auf dem Weg zum Boss. Wir wurden schon gerufen und wenn ich jetzt noch irgendwelche Handlanger mal endlich sehen würde, könnte ich vielleicht auch mal die Handlanger bezahlen und dann endlich mal wen dahin schicken, damit der Schmied mal eine Ablöse bekommt. Das wäre doch mal cool. Aber irgendwie ist hier keiner, den ich schicken kann. Egal. Ist nicht mehr so wichtig. Oder obwohl es schon wichtig, Level zu bekommen in so einem Rollenspiel, ist doch schon ziemlich wichtig. So, was geht hier ab? Wo ist Carlos? Philippe? Was willst du? Was machst du hier? Ich bin Ausbilder. Ausbilder für den Stabkampf. Aber hier gibt es nichts für mich zu tun. Wie meinst du das? Carlos hat fast alle Männer in die Stadt geschickt. Da bleibt wenig Zeit für die Ausbildung. Was ist mit dir? Möchtest du trainieren? Aha, Carlos ist er hier. Warum meint der Magier, dass ich hier oben eine Bleibe für die Penner habe da? Und wo ist Carlos überhaupt? Wo treibt der Obermacker sich vom ganzen Volk denn rum? Ist auch nur ein Ordenskrieger. Der ist doch hier, oder nicht eigentlich? Carlos, wo hast du dich versteckt? Carlos, wo ist denn dein Platz? Carlos, was willst du tun? Mann, was geht hier ab? Carlos, wo bist du? Wo ist er denn hin? Was? Das hier ist unser Wachhaus. Carlos, unser oberster Ordenskrieger und Kommandant der Stadt, hat hier seinen Sitz. Ach, da anscheinend. Lol, ey. So ein kleines Gebäude und ich verlaufe mich trotzdem. Nicht hier zur Seite, sondern hier ist noch einer. Ah, gut, dass du da bist. Sprich, wie sieht's aus? Ich hab da so einige Gerüchte gehört. Wegen der Band. Wiesel wird im Händlerviertel keinen Schaden mehr anrichten. Der Karl war schon ziemlich dreist. Dass wir den los sind, ist eine wahre Wohltat. Sehr gut. Hier ist deine Belohnung. Toni ist erledigt. Er hatte versucht, ins alte Haus des Don einzubrechen. Aha, dann kann er ja froh sein, dass ich ihn dabei nicht erwischt habe. Gut gemacht. Hier hast du deine Belohnung. Scordo, der Anführer der Bande, hatte diesen Schlüssel bei sich. Das Ding sieht aus, als könne man damit in die Kanalisation eindringen. Verdammt, hab ich's doch gewusst. Sie haben einen geheimen Tunnel gegraben. Und die goldenen Artefakte wurden genau durch diesen Tunnel aus der Stadt geschmuggelt. Dieses elende Pack von Verbrechern. Ich will gar nicht wissen, was uns schon alles durch die Finger geschlüpft ist. Gut gemacht, Kleiner. Hier, diese Belohnung hast du dir redlich verdient. Der Anführer Scordo wird diese Stadt nicht mehr behelligen. Das sind die besten Neuigkeiten seit langem. Ich muss sagen, das hätte ich dir nicht zugetraut. Aber nun denn. Du scheinst was ganz Besonderes zu sein. Du hast uns in dieser Stadt einen sehr großen Dienst erwiesen. Wenn ich etwas für dich tun kann, dann lass es mich wissen. Die Straßen deiner Stadt sind jetzt sauber. Ja, ich hörte schon, es seien tatsächlich alle Banditen des Don von den Straßen verschwunden. Sehr gute Arbeit. Mach weiter so, du wirst es zu was bringen, Junge. Das Gold von Kapitän Romanov ist geborgen. Sehr gut. Das wurde aber auch Zeit. Ich dachte schon, der Mistkerl würde das Rätsel um den Verbleib des Goldes mit ins Grab nehmen. Gute Arbeit. Die Stadt ist fest in den Händen des Ordens. Und du hast gute Arbeit geleistet. Sehr gute Arbeit. Der Inquisitor wird von deinen Taten erfahren. Du kannst mit Recht stolz auf dich sein. Oh, nimm ja. Dieses magische Kraftamulett. Du hast es dir wahrlich verdient. Benötigst du noch meine Hilfe? Deine Dienste sind in der Stadt nicht länger erforderlich. Geh jetzt zurück in die Vulkanfestung,
Berichte den Meistern und beende deine Prüfungen. Wie kann ich die Stadt verlassen? Wir werden die Tore nicht öffnen, aber du hast den geheimen Tunnel gefunden. Du kannst ihn benutzen. Du bist einer der wenigen, die davon wissen. Und so soll es auch bleiben. Gute Reise. Ich habe ein Kraftamulett erhalten, Leute. Kraftamulett. Da. Was? Maximales Mana plus 20. Wo ist denn das ein Kraftamulett? Jungs, ich gehe kaputt. Warte, ich speichere erstmal ab und dann versuche ich mal von hier runter zu springen. Mal gucken, ob ich das überlebe. No damages. Und auch nur ein wenig Damage. Oh! Lol, ich kann jetzt echt aus mega Höhen runterspringen. Stillgestanden. Was gibt's? Ich sehe, du hast dich in unseren Dienst gestellt. Damit stehst du im Dienst der Wahrheit und Gerechtigkeit. Ich... Nun, du hast bestimmt einen Haufen Aufträge zu erledigen. Also werde ich dich nicht länger aufhalten. Geh und kämpfe für unsere Sache. Alles Rekrutenlappen, ey. Lappengeier, Lappengeier, la 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 la, Lappengeier, Lappengeier, la 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 la. So, wir sind wieder aus der Stadt raus, wir sind in Freiheit, wir können wieder ein bisschen erkunden. Und ich denke, uns steht eine Belohnung bevor, wenn wir dann ja. Genau, uns steht eine Belohnung bevor, sobald wir, ja, ich denke, wieder in der Vulkanfestung sind, werde ich meine Ausbildung beenden können. Ich habe keine Ahnung, hoffe es einfach mal. Aber ich weiß jetzt gar nicht, ob ich mich dann so als Magier melde oder als Krieger. Ich hoffe doch mal Krieger, weil, ne, ich will Krieger sein, ich will kein Magier sein. Aber da sind die ganze Zeit Magier, ich hoffe nicht, dass ich das, ich hoffe nur, dass sie die Prüfung machen und dass ich mich später noch entscheiden kann zwischen... Dass im Dialog zu sehen ist, ob ich dann Krieger, Ordenskrieger werde oder Ordensmagier oder keine Ahnung, was es da so gibt. Ich habe halt gelesen, dass es halt eine Magiergilde gibt. Die Diebesgilde da hinten im Sumpf. Und halt. Ja. Die Ordenskrieger. Mal sehen. Ich habe keine Ahnung. Ich weiß nicht, ob die Ordenskrieger und die Magier halt in einem Bund sind, sozusagen. Und man sich da entscheidet, welchen Weg man wählt. Wenn das so ist, dann werden wir noch die Chance haben. Der Backgeier, ey. Die fügen mir echt viel Schaden hinzu. Aber sie geben mir Hähnchenkeulen. Die kann ich braten. Für Armbrüste braucht man auch Stärke. Das ist ganz gut. Wie läuft der Scheißgeier? Arsch, nur zu scheiß zurückweichender Fickgeier, ey. Alter. Oh, endlich. Lappenvieh.
Die weichen nur zurück. Die ganze Zeit. Nur am ich weich zurück und mach nichts anderes. Alter, ey. Mega nervig. Einfach nur nervig. Oh. Ja. 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 Ich liebe es, wenn sie sterben. Schwarze Wölfe? Schwarze Wölfe? Oder nicht ganz so schwarz, wie ich denke? Nö, hungrige. Lol, one hit. One hit Wölfe? Wenn ich jetzt noch eine bessere Rüstung kriegen würde, wäre ich eigentlich schon ziemlich cool, oder? Ah, hier sind wir, okay. Das ist auf jeden Fall ein schnellerer, angenehmerer Weg, der Weg hier, anstatt der Hintereingang, weil... Ja, der Hintereingang war so mega düster und... So, dann laufen wir mal. Und wir laufen, und wir laufen, und wir laufen immer weiter. Mit welchen Gefahren muss ich rechnen? Ja, bitte, klär mich auf. Ich hab's nötig, von dir aufgeklärt zu werden. Ich wollte ihn gerade als denjenigen beleidigen, der einfach an diesem Gottesanbeter-Vieh aus der Grube da gestanden, der einfach verreckt ist. Aber das bin ich auch häufig genug, also lass ich dir einfach mal die Beleidigung sein. Und lass ihn weiter seinen Weg gehen. So. Das ist wunderschön. Wunderschön. In Freiheit rumlaufen. Ne? Und ich hätte gedacht, dass der Typ den Hintereingang schließt, der Obermacker aus der Stadt, Carlos, aber tja, hat er nicht. Da hätte ich die Quest von denjenigen, die flüchten wollen, die Quest hätte ich auch im Nachhinein noch erledigen können, also ja, ne? Oh, was war das? Was war das für ein Lack? Was war das für ein Lack? Hier waren wir auch schon, da haben wir auch ausgeräuchert, da haben wir den Feuerkristall hergeholt, aus der Grube da hinten, aus der Ruine, und hier ist nix. Und schon sind wir hier wieder aus dem, ach genau, da haben wir noch ein paar Gnome auseinandergenommen, die er hier nicht alleine legen konnte, und er ist ein Muschi, und das, jetzt sind wir hier. Wir sind wieder im, also zu Hause. Was ist? Zu Hause, wir sind wieder zu Hause. Ich habe die Ordenskrieger tatkräftig unterstützt. Ruhe und Ordnung sind wiederhergestellt. Sehr gut. Hier, du hast dir eine Belohnung verdient. 100 Gold. So, Palas Segen habe ich jetzt also auch schon. Das war ja eigentlich auch der Grundgedanke hinter dieser ganzen Sache, dass ich Palas seine Prüfung bestehe. Das war ja eigentlich wirklich das, wo ich hinterher war. Und mal sehen, ob er jetzt der letzte Magier war, von dem ich die Prüfung bestehen musste, um jetzt hier sagen zu können, ich bin der, der die dicken Balls hat und fertig ist. Ich habe die Prüfung von Meister Palas erledigt. Nun, das hört sich doch gut an. Was? Ich will jetzt nicht gestört werden. Mehr war nicht? Er hat einfach die Stimme von Xardas, ne? Die Stimme ist so episch. Ich will jetzt nicht gestört werden. Du auch noch? Ah, du kommst mir gerade recht. Ich bin mit dem Kram hier durch. Severin kann die nächste Lieferung schicken. Und was soll ich jetzt tun? Auf dem Weg zur Vulkanfestung gibt es ein Zwischenlager. Dort werden alle Fundstücke aus den Ruinen gesammelt. Geh dorthin und sprich mit Severin. Sag ihm, dass er die nächsten Kisten schicken kann. Er wird wissen, was zu tun ist. Mach ich. Und noch was. Falls Severin schon ein paar besondere Artefakte identifiziert hat, soll er sie dir mitgeben. Du wirst sie mir dann direkt hierher bringen.
Bist du sicher, dass er mir die Artefakte einfach so anvertraut? Gibt es denn einen Grund, warum er das nicht tun sollte? Ich will nur sicher gehen. Du meinst, ich sollte dir jetzt irgendein Losungswort sagen, das du ihm aufsagen kannst? Sowas wie Schwarzer Schirling, Cyrus schickt mich oder Tedrian doch. Das wäre eine Möglichkeit. Falls er dir nicht vertraut, sage ihm, ich reiße dir den Kopf ab, wenn du ohne seine Artefakte zurückkommst. In Ordnung? Gut, ich denke, das reicht. Was machst du hier? Ich untersuche die Artefakte. Ach, das alles, ist dieser schwer beschäftigte. Alles, Rekruten aus den Ruinenbergen landet hier bei mir. Ich identifiziere guck dir mal diesen Buggy-Typen daneben mir an, ey. Kann ich so ein magisches Artefakt haben? Nein. Nicht mal ein kleines? Nein, jetzt jedenfalls noch nicht. Wir reden später darüber. Was ist denn den ganzen... Das meiste ist alter Schrott. Silber und Goldschmuck. Nichts von Bedeutung. Nur die wenigsten Stücke besitzen magische Eigenschaften. Kann ich was von diesem nutzlosen Silber- und Goldzeug haben? Nein, die Schätze gehören dem Orden. Obgleich sie im Moment nutzlos für uns sind, können sie später hilfreich sein, unsere Organisation auszubauen. Mist. Können wir wenigstens handeln? Beende zunächst deine Prüfungen. Dann können wir handeln. Lol, ihr seid Lappen, ey. Dringeln da sowas von krass rum. Ah, hier ist noch einer. Ein Schreibpult. So, wer bist du? Dessen Prüfung muss ich auch noch bestehen. Neu. Dann bist du sicher hier, um was zu lernen. Ich will nur die Prüfung ablegen. Und wie willst du das schaffen, ohne lernen? Ich will bei euch lernen. Hast du es dir also überlegt? Also gut. Ach, das ich bin Meister Ilumar und dein Lehrer für die hohe Kunst des Spruchrollenschreibens. Ich verlange deinen vollen Einsatz und Streben nach Perfektion. Mit weniger gebe ich mich nicht zufrieden. Bist du bereit? Wann kann ich die Prüfung ablegen? Wenn du soweit bist. Ach so. Die Prüfung umfasst das eigenhändige Anfertigen einer Spruchrolle. Wenn du das kannst, bist du bereit für die Prüfung. Was soll ich tun? Siehst du die Buchständer hier im Raum? Dort findest du die Grundlagen zum Schreiben von Spruchrollen. Lese und lerne. Wenn du verstanden hast, worum es in diesen Büchern geht, komme wieder zu mir. Von magischen Spruchrollen verstehe ich nichts. Die Vorbereitung. Der Schreiber bereitet sich mental auf... Ach, das ist doch alles Quatsch. Lass mal sehen. Dann legt er die benötigten Zutaten, die unbeschriebene Pergamentrolle und die Schreibfeder neben den vorbereiteten Runentisch und ist nun bereit, mit dem Schreiben zu beginnen. Das reicht mir. Aha. Der Runentisch. Der Rune... Bla... Oh, hier steht er. Um den Runentisch vorzubereiten, setzt man die gewünschte... So. Na siehste. Von magischen Spruchrollen verstehe ich nichts. Ich kenne jetzt die Grundlage. Aha, so schnell geht das. Dann werde ich dich mal abfragen. Wie bereitet man einen Runentisch vor? Man muss den Runenstein einsetzen. Sehr gut. Welche Materialien braucht man für eine Spruchrolle? Einen vorbereiteten Runentisch, eine unbeschriebene Pergamentrolle, eine Schreibfeder und natürlich die Zutaten. Sehr gut. Du hast die Grundlagen gemeistert. Bekomme ich eine Schreibfeder? Natürlich gehört es auch zu deinen Aufgaben, dir eigenständig dein Werkzeug zu besorgen. Ich bin sicher, die anderen Schüler werden dir weiterhelfen. Nein. Klingt spannend. Das ist es auch. Was? Du hast ja bereits gelernt, dass jeder Spruch seine ganz eigene Zutat braucht. Das ist nicht dein Ernst. Unterbrich mich nicht. Du wirst die Zutaten für alle Sprüche des ersten Siegels der Magie lernen. Das ist deine Aufgabe. Komme anschließend wieder zu mir. Ich kenne die Zutat für den Zauber der Illusion. Und was ist es? Der Hauer eines Keilers. Ah, da waren wir unten in dem Raum und haben gelesen, dafür brauche ich das und das. Die Zutat für den Zauber Telekinese. Dann lass mal hören. Man braucht etwas Flügelstaub. Richtig. Sehr gut.
Wir kennen 6 Zaubersprüche. Das magische Licht und die geringe Heilung sind die Grundzauber für jeden Magier. Die Telekinese und die Verwandlung in die Nautilus sind die mächtigsten Sprüche. Und dann gibt es noch die Illusion und den Witz. Sagtest du Witz? Ja, es ist ein Zauberspruch. Die genaue Wirkung der Zauber wirst du noch kennenlernen. Jetzt ist es Zeit, die benötigten Komponenten zu lernen. Wie? Nun, ein Studium. Du wirst dieses Wissen in Büchern und in den Köpfen der... Wenn du ihnen bei ihren Forschungen hilfst, werden sie sicher ihr Wissen mit dir teilen. Dann müssen wir uns jetzt wahrscheinlich hier mit denen abgeben, den beiden, ey. Ich brauche eine Schreibfeder. Ja, meine ist auch schon ziemlich alt. Ich weiß nur, dass Enzo welche hat, aber der will viel Gold dafür. Ich brauche die Zutaten für alle Sprüche des ersten Siegels. Oh Mann, diese Informationen werden besser gehütet als die Spruchrollen selbst. Ich kenne nur die Zutat für den Zauber Licht. Was brauche ich für den Zauber Licht? Du brauchst ein paar Goldstücke. Ist das dein Ernst? Goldstücke? So steht's geschrieben. Ich habe es nur durch Zufall in einem Buch entdeckt. Wenn du alle Zutaten rausfinden willst, kann das ganz schön lange dauern. Ich kann dir nur raten, frage die anderen Novizen und lies jedes Buch, das du finden kannst. Das werde ich mir merken. Danke. Kannst du... Ich weiß nicht, ob den meist... Ach, Quatsch. Aber ich muss... Vielleicht kann... Das wäre gut. Weißt du, es würde mir schon... Was braucht... Nicht viel. Eine Spruchrolle der... Und dafür bringst du mir... Ja, alles, was ich übers Bogenschießen... Hier ist das... Wunderbar. Ich stehe zu deiner Verfügung. Wo? Nicht von mir. Sprich mit Erlan. Ich beschäftige mich noch mit den Grundlagen der Spruchrollenschreiberei. Versuch's mal mit den Buchständern in der Schule. Danke. Von magischen Spruchrollen verstehe Hi, ich nicht. Ich bin Erlan. Haben sie dich auch erwischt? Oder bist du freiwillig hier? Gute Entscheidung. Das hätte ich damals auch tun sollen. Was meinst du? Ich habe mich natürlich erstmal versteckt. Sie haben mich dann aber doch gekriegt. Als ich dann hier war, habe ich erkannt, dass das alles halb so schlimm ist. Der Orden sorgt für uns und bildet uns sogar aus. Wahrscheinlich ist der Orden das Beste, was mir passieren konnte. Ich brauche eine Schreibfeder. Dann lass dich bloß nicht mit Enzo ein. Der hat zwar welche, aber wird nur versuchen, dich über den Tisch zu ziehen. Aber da war dieser andere Novize. Ich habe seinen Namen vergessen. Der hat ein Händchen für Waren aller Art. Vielleicht hat er eine für dich. Wenn ich nur wüsste, wie der Kerl hieß. Was ist deine Aufgabe? Ich versuche, als Krieger in den Orden aufgenommen zu werden. Genau wie ich. Dann steckst du wahrscheinlich auch mitten in den Prüfungen. Ich komme mit Illomars Prüfung einfach nicht weiter. Du weißt nicht zufällig, welche Zutat man für eine Spruchrolle Nautilus braucht? Nein. Wenn du es rausfindest, sag mir Bescheid. Vielleicht können wir ja unser Wissen teilen. Für welche? Ich kenne die Zutaten für die Zauber Witz und Telekinese. Hast du eine Ahnung, wer mir noch Zutaten verraten kann? Jarvis und Ash kannst du mal fragen. Oder du siehst dich mal in der Bibliothek um. Ansonsten frag Enzo. Er weiß eine ganze Menge. Hast du ihn noch nicht gefragt? Wir haben Zoff. Warum hast du Zoff mit Enzo? Lange Geschichte. Um es kurz zu machen, ich habe mal was genommen, was ihm gehörte. Schätze, er mag keine Diebe. Ich wusste nicht, dass es sein Truthahn ist. Truthahn? Ihr streitet euch wegen eines Truthahns? Weißt du, wie schwer es ist, hier an einen Truthahn zu kommen? Ziemlich schwer, nehme ich an. Genau. Wenn es einfach wäre, hätte ich ihm schon längst einen gegeben. Dann wäre die Sache aus der Welt. Wenn ich einen Truthahn finde, bringe ich ihn dir. Das wäre nett. Allerdings habe ich da wenig Hoffnung. Lass das mal meine Sorge sein. So, Leute. Das wird die nächste Folge höchstwahrscheinlich beinhalten. Ich werde dann jetzt endlich versuchen, in den Orden einzutreten als Krieger. Wir werden Wissen häufen. Wir werden die Magier zufriedenstellen und uns dann einfach in den Orden reinboxen. Ich muss noch diese Prüfung und die von dem komischen Typen, der alles analysiert, glaube ich, bestehen. Und dann sind wir drin. Gut, das hier wird ein bisschen länger dauern, glaube ich, als also mit den ganzen Leuten befriedigen, Questen und
die einfach zufriedenstellen, dass mir deren, die mir deren Wissen einfach abgeben, beziehungsweise, ja, mal sehen. Gut, ich würde sagen, haut rein, wir sehen uns in der nächsten Folge. Schreibt in die Kommentare, wie euch die Folge gefallen hat. Und wir werden dann weiter versuchen, hier endlich dem Orden beitreten zu dürfen als Krieger mit einer geilen Rüstung, dann sonst wo rumlaufen und alle klatschen. Also Leute, haut rein, wir sehen uns in der nächsten Folge, da starten wir genau hier. Also haltet die Ohren steif, bis demnächst.